Im zweiten Teil betrachten wir jetzt Linearkombinationen und Unterräume eines n-dimensionalen Vektorraums, also eines im R hoch n genau genommen. Was ein n-dimensionaler Vektorraum ist, werden wir noch später sehen. Wir haben gesehen, was ein Vektorraum ist. Das ist also eine Menge von Vektoren mit zwei Operationen, Addition und Skalierung mit gewissen Eigenschaften. Und wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel die Vielfachen eines Vektors, aber auch die Vielfachen eines Vektors plus die Vielfachen eines zweiten Vektors, wenn man das zusammenfasst, das reelle Vektorräume sind. Und was wir hier eigentlich gemacht haben, sind sogenannte Linearkombinationen zu betrachten. Also, was ist eine Linearkombination? Wenn jetzt zum Beispiel die Vektoren a1 bis ak in einem Vektorraum sind und die Skalare lambda 1 bis lambda k im reelle Zahlen gegeben sind, dann ist die Linearkombination, also lambda 1 mal a1 plus lambda 2 mal ak, a2, Entschuldigung, plus lambda k mal ak, das ist dann eine Linearkombination der Vektoren a1 bis ak mit den Koeffizienten lambda 1 bis lambda k aus den reellen Zahlen. Das ist eine Linearkombination. Also das, was wir hier gemacht haben, also dass wir da zwei Vektoren eben genommen haben, entsprechende Vielfache und dann addiert, das ist eine Linearkombination. Und wir haben auch gesehen, das Bild, dass also diese Menge aller Linearkombinationen von zwei Vektoren nichts anderes ist als die Ebene, die von diesen beiden Vektoren aufgespannt wird, wenn wir das eben geometrisch deuten. Ja, und weiters definieren wir, wenn m eine Teilmenge von v ist, dann bezeichnen wir mit eckige Klammer m, und ich habe dieses Symbol hier oben auch schon verwendet, die Menge aller Linearkombinationen von Vektoren aus m, aller Linearkombinationen, das schreibe ich jetzt in LK, alle Linearkombinationen von Vektoren aus m, natürlich nehmen wir auch alle möglichen Skalare lambda 1 bis lambda k aus den reellen Zahlen. Es gibt natürlich hier einen Spezialfall, der nicht abgedeckt ist. Also wenn m die leere Menge ist, dann definieren wir zusätzlich das als die Menge des Nullvektors. Und was wir sofort feststellen können, ist, dass die Menge aller Linearkombinationen, also das ist die erste Beobachtung, dass das immer einen Vektorraum bildet. Das haben wir im Wesentlichen schon gemacht. Wir haben das in diesen Beispielen demonstriert, aber das gilt natürlich nicht nur für zwei Vektoren, sondern wenn wir beliebig viele, endlich viele Vektoren jeweils linear kombinieren, erhalten wir hier einen Vektorraum. Ich möchte vielleicht mit einem Beispiel hier beginnen. Also wir nehmen hier die lineare Hülle, man nennt das auch die lineare Hülle oder auch die lineare Hülle von M. Ich betrachte hier die lineare Hülle von diesen zwei Vektoren, 1, 2, 0 und minus 1, 0, 1, das würde dann geometrisch eine Ebene im dreidimensionalen Raum darstellen. Und ich möchte jetzt folgende Frage stellen: Welche Vektoren liegen jetzt in dieser Ebene oder in dieser linearen Hülle drinnen? Also ich kann zum Beispiel die Frage stellen, liegt der Vektor b hier drinnen? Also der Vektor b wäre der Vektor 5, 6, 1. Ja, was muss ich da machen? Ich muss einfach schauen, ob ich, ja, die Frage ist, gibt es μ1, μ2 aus den reellen Zahlen, sodass μ1 mal
1, 2, 0 plus μ2 mal minus 1, 0, 1 gleich 5, 6, 1 ist. Naja, was ist das? Naja, schauen wir uns das entsprechend komponentenweise an. Das bedeutet ja nichts anderes, dass μ1 minus μ2 gleich 5 ist. 2 mal μ1 plus 0 mal μ2 gleich 6 und 0 mal μ1 plus μ2 gleich 1 ist. Naja, das ist aber ein lineares Gleichungssystem. Das sind drei lineare Gleichungen in zwei unbekannten μ1 und μ2. Und man erkennt hier in diesem Fall, dass dieses lineare Gleichungssystem unlösbar ist. Nicht? Warum? μ1 ist gleich 3, μ2 ist gleich 1, das folgt aus diesen beiden Gleichungen. Das kann ich natürlich hier einsetzen, also wenn ich für μ1 3 einsetze und für μ2 1, naja, da kommt eben nicht 5 heraus, sondern 3 minus 1 ist 2 und das ist nicht 5, also das ist unlösbar. Ja, was bedeutet das in unserem Zusammenhang? Naja, das bedeutet, dass es eben keine μ1, μ2 gibt, sodass das gilt. Das heißt, das ist nicht der Fall. Also wir können eben hier sagen, b, dieser Vektor b ist nicht in dieser Ebene enthalten. Ja, man sagt auch, und dazu kommen wir noch später, der Vektor b ist nicht von den beiden Vektoren 1, 2, 0 und minus 1, 0, 1 abhängig. Er ist linear unabhängig. Wenn wir das allerdings mit dem Vektor c machen, also wenn wir den Vektor c hier betrachten, also mit den Koordinaten 5, 6, minus 2, da ändert sich hier nicht sehr viel. Also die Koordinate, also ich nehme jetzt hier den Vektor c, ob der jetzt in u enthalten ist und dann müssen wir hier einfach nur diesen 1 durch minus 2 ersetzen. Und wenn wir hier minus 2 nehmen, naja, dann ist μ1 noch immer 3, μ1, μ2 ist aber minus 2, dann geht sich das aus, das ist daher dann lösbar und wir erhalten tatsächlich, dass c hier in u enthalten ist. Also wir können für μ1 in dem Fall gleich 3 nehmen und für μ2 gleich minus 2 und dann geht sich das aus. Also man kann den Vektor 5, 6, minus 2 als Linearkombination dieser beiden Vektoren darstellen. Man sagt auch, er ist linear abhängig. Noch eine Bemerkung. Ganz allgemein kann man ein lineares Gleichungssystem auch mit Linearkombinationen entsprechend interpretieren. Also ich habe hier ein lineares Gleichungssystem aufgeschrieben. Also wir kommen jetzt sozusagen jetzt von der anderen Seite. Also von drei Gleichungen mit drei Unbekannten, aber dass das zufällig 3, 3 ist, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist nur ein Fall, der sehr häufig auftritt, dass die Anzahl der Gleichungen gleich der Anzahl der Unbekannten ist. Dann kann ich dieses lineare Gleichungssystem auch anders darstellen. Ich kann sozusagen das x hier quasi herausheben und schreiben, dass x mal den Vektor 3, 1, 2 und so weiter plus y mal diesen Vektor plus z mal diesen Vektor, also diese Vektoren 3, 1, 2 sind nichts anderes als die Vektoren der Koeffizienten hier, ist gleich 1, 7, minus 2 ist gleich die rechte Seite. Also ein lineares Gleichungssystem kann auch als Linearkombination geschrieben werden mit den Koeffizienten x, y, z und den Vektoren, die eben hier spaltenweise auftreten. Und man kann sagen, so etwas ist lösbar, also lösbar heißt, es gibt x, y, z, sodass alle Gleichungen erfüllt sind, genau dann, wenn der Vektor, der hier auf der rechten Seite steht, darstellbar ist als Linearkombination der Vektoren 3, 1, 2, 4, minus 2, 1 und minus 1, 2, 3, also der Spalten, die hier auftreten. Oder allgemein, wenn man das jetzt in der Matrixform darstellt, dann ax ist gleich b, a ist die Koeffizientenmatrix, b ist die rechte Seite, dann ist eben dieses lineare Gleichsystem genau dann lösbar, wenn b, die rechte Seite, Linearkombination der Spalten von a ist. Ich möchte noch zum Abschluss eine Bemerkung machen bezüglich dieser Vektorraumstruktur. Also m, oder diese lineare Hülle ist ja jetzt im,
R hoch n drinnen, üblicherweise. Ja? Und das, daher bekommt man, wenn man diese lineare Hülle betrachtet, hier einen Vektorraum, der in einem anderen Vektorraum, also dem haben wir als V bezeichnet, enthalten ist. Das ist eine Situation, die wir sehr häufig beobachten, und wir definieren daher das Folgende. Nehmen wir an, dass U und V reelle Vektorräume sind. Ja, und U ist enthalten von V, ja, dann ist, bezeichnet man U als Unterraum, U ein Unterraum von V. Ja. Also es gibt natürlich, gibt es ja auch ganz triviale Fälle, also der Vektorraum, der nur aus dem Nullvektor besteht, ist immer Unterraum eines Vektorraums. Natürlich aus der Gesamtraum ist auch immer ein Unterraum des Vektorraums selbst. Also es gibt zwei triviale Fälle, und dann gibt es alle möglichen Zwischenstufen. Und eine Frage, die wir uns auch stellen werden, ist, einen Überblick zu verschaffen, welche Unterräume es von einem Vektorraum gibt, also im Speziellen vom R hoch n. Und ich möchte eben noch zwei Dinge kurz ansprechen, und zwar einen sehr einfachen Satz für Unterräume. Nehmen wir an, dass wir ein System UI, I ist aus Is, ist ein System von Unterräumen von V. Also wir haben nicht nur einen Unterraum, sondern wir haben eine Indexmenge, und für jede I aus der Indexmenge ordnen wir einen Unterraum zu. Also zum Beispiel U1, U2 und U3, wenn das endlich viele sind. Dann ist der Durchschnitt aller dieser UI auch ein Unterraum von V. Ja, das ist sehr einfach zu beweisen. Natürlich ist das eine Teilmenge, sie ist auch, sie enthält immer den Nullvektor, es ist nicht leer, also alles ist erfüllt, und es ist eine Teilmenge. Und es, wenn wir jetzt da, die Operationen sind natürlich wohl definiert, und wenn wir zwei Vektoren hier aus diesem Durchschnitt nehmen, dann liegen die natürlich in allen UI, das heißt, die Summe ist in allen UI, das heißt, die Summe ist auch wieder im Durchschnitt und entsprechend bei der Skalierung. Also das ist eine ganz einfache Sache. Und als Abschluss noch eine Eigenschaft, die auch recht einfach nachzuweisen ist und die jetzt einen kleinen Zusammenhang gibt zwischen dem Begriff der Linearkombination und des Unterraums. Wenn jetzt M eine Teilmenge eines Vektorraums V ist, eines reellen Vektorraums, dann ist die lineare Hülle, also die Menge aller Linearkombinationen, der kleinste Unterraum, der alle Elemente von V, der alle Elemente von M enthält. Also das ist der kleinste Unterraum, ich schreibe jetzt UR, von V, der alle Elemente von M enthält. Man kann sozusagen das von zwei Seiten sehen, also man geht aus von M und betrachtet die Menge der Linearkombination und landet, wie wir hier schon beobachtet haben, bei einem Unterraum. Andererseits können wir auch anders vorgehen und alle Unterräume betrachten, die M enthalten. Also zum Beispiel der Gesamtraum ist ein Unterraum und der enthält M. Und jetzt betrachten wir das System aller Unterräume, die M enthalten, und bilden den Durchschnitt aller dieser Unterräume. Und das ist dann auch die lineare Hülle. Der Beweis ist wirklich sehr einfach, und ich lasse ihn hier als Übung.